Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Mit einer Feierstunde im Ernst-Bloch-Zentrum wurde am Montag die neue Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen-Oppau, Nicole Fricker, ins Amt eingeführt. Fricker übernimmt das Amt vom Vorgänger Joachim Becker und übernimmt die Führung der Inspektionsstelle, deren Einsatzgebiete sich auf Verkehrsmaßnahmen und die Bewältigung nahezu aller polizeilichen Aufgaben im Zuständigkeitsbezirk erstrecken. Bei der Feierstunde wurde die neue weibliche Führungskraft zusammen mit ihrem Vertreter, dem ersten Polizeihauptkommissar Johann Vogel, durch diverse Funktionäre von Polizei und Stadt begrüßt und ins Amt einberufen. Fricker arbeitet seit Oktober in der Polizeiinspektion und besitzt den Grad einer Polizeirätin. Die Amtseinführung wurde außerdem durch musikalische Unterhaltung umrahmt. Ja, ich denke, wir haben uns in den letzten Jahren ja immer mehr hin zu einer Bürgerpolizei entwickelt und diese Philosophie, Dienst mit und an dem Bürger, sollte auch zukünftig so bleiben. Das wird auch die Richtung sein, die die Polizeiinspektion 2 weiterhin einschlagen wird. Das heißt, wir werden weiterhin versuchen, eine gemeinsame Zielrichtung mit dem Bürger zu finden und natürlich für das Sicherheitsgefühl entsprechend unsere Maßnahmen beizutragen. Wo sehen Sie in einer schnelllebigen Zeit, wie Sie selbst betont haben, die Herausforderung? Natürlich, der rasante technische Fortschritt stellt auch uns für neue Herausforderungen, sei es mit den neuen Medien, aber auch mit der Schnelligkeit der Verbreitung von Informationen. Und hier werden wir definitiv einen Schwerpunkt darauf richten müssen, was wir aber auch mittlerweile in unserer strategischen Ausrichtung bereits tun.